So, hier lasse ich euch jetzt an meinen ersten Quiltversuchen mal live teilhaben. Ich finde, man sieht es wahrscheinlich besser einfach auf Video anstatt immer auf Bildern. Was habe ich gemacht, um mich vorzubereiten? Steht auch, glaube ich, alles nochmal im Text drin. Ich habe meinen großen Quilt an zwei Seiten aufgerollt, damit ich eben immer nur eine schmale Fläche habe, die ich durch die Nähmaschine durchjage. Also einmal oben, einmal unten aufgerollt. Und habe beide Rollen jeweils nochmal mit Stecknadeln fixiert. Da mache ich nochmal ein Foto zu, damit einfach die Rollen an Ort und Stelle bleiben und ich mich voll aufs Nähen konzentrieren kann und aufs Malen, anstatt eben noch hier den ganzen Stoff unter Kontrolle halten zu müssen. Außerdem sitze ich zur Stirnseite der Nähmaschine, also nicht klassischerweise vor der Nähmaschine. Das hat einfach den Vorteil, dass man links und rechts eben alles frei hat und seinen Stoff da schön hin und her schieben kann. Ansonsten hat man ja immer hier rechts die Maschine selber. Und ja, ist ein bisschen ungewohnt. Ich arbeite auch mit Pedal statt mit dem An- und Ausknopf meiner Computernähmaschine. Damit habe ich einfach die Hände frei und kann mich auf den Stoff konzentrieren und schiebe einfach mit meinem Fuß die Geschwindigkeit oder regle mit meinem Fuß die Geschwindigkeit, wie ich mag. So, jetzt fangen wir mal an. Ich habe mich, wie gesagt, für das Fächermuster entschlossen. Das ist jetzt natürlich wieder typisch, nicht unbedingt ein anfängerfreundliches Muster wahrscheinlich, aber ich finde, zu meinem Quilt, also zu meinen Stoffen, passt es einfach ganz gut und ja, man sieht, ich zeige es später nochmal, man sieht dann auch, dass es einfach alles noch nicht so geübt ist, aber es macht irre viel Spaß und ich merke einfach Stück für Stück, dass es besser wird und damit reicht es für mich und ich finde es immer schön, wenn man das an den Sachen auch sieht, wie der Prozess ist. So, dann starten wir. Zwischendurch mal stoppen, nachgreifen, ein bisschen die Rolle noch mal verdichten, damit man einfach hinten nicht so stark gegen ankämpfen muss, weil es ist doch ganz schön viel Stoff und das hat auf Dauer ganz schön Gewicht und das geht echt in die Arme und in die Schultern. Also macht es euch da so einfach wie möglich. So. Seht, ich arbeite bei meinem Bild eher so von links nach rechts, anstatt so oben und unten. Einfach wie gesagt, weil ich hier links und rechts einfach schön alles frei habe und das super steuern kann. Aber ja, es ist echt viel Material. So, oh, muss ich leider machen. Auch schon der erste Teil fertig. Da zeige ich euch mal die Rückseite. Da sieht man das, wie man das ganz, ganz schön. Na, also ich habe jetzt hier das Muster eben von unten nach oben genäht. Und mittlerweile, mein Gott, jetzt bin ich hier ein bisschen über die Linie wieder drüber gekommen.
Manchmal ist dann irgendwie flutscht der Stoff doch schneller durch, aber mittlerweile kriege ich es ganz gut hin, dass es einigermaßen ebenmäßig ist. So meine ersten Versuche, kann ich auch mal raussuchen. Hier zum Beispiel. Ja, da sieht man, dass die Linien alle noch ein bisschen zittrig sind und ein bisschen wackelig sind und so. Aber es wird. Und vor allen Dingen habe ich mir jetzt extra auch einen Faden ausgesucht, den man vorne nicht ganz so krass sieht. Also auf dem blauen Stoff, auf dem roten kommt das schon deutlicher hervor. Aber er ist recht dezent und zurückhaltend und von daher macht das jetzt optisch mir nicht so viel aus. Aber natürlich, das ist immer Geschmackssache. Jeder muss das für sich entscheiden. Ich bin eben auch nicht so der Probestück näher. Ich muss immer gleich ran und gleich in die Vollen und so kompliziert, wie es nur geht am besten. Aber ja, soweit meine ersten Versuche. Meine Tipps fasse ich nochmal zusammen und ich hoffe, andere trauen sich auch dran. Ihr habt viel Spaß. Mir macht es irre viel Spaß. Und ja, dann frohes Quilten. Ciao.